jetzt mal hier einen Wald, ja, verkrochen, sagt man das so? Nein. Und ich möchte gerne mal erzählen, warum ich jetzt überhaupt damit anfangen will zu vloggen. Grundsätzlich hätte ich gedacht, dass ich es ja weekly mache, was ich aber bestimmt nicht schaffe. Ich mache diese Vlogs einfach, weil ich viel mehr Content gerne bringen würde, aber ich kann es halt einfach nicht, weil ich meistens nicht die Motivation habe oder was auch immer. Also eigentlich hätte ich die Zeit, ich hätte mein Equipment, ich könnte die Sachen umsetzen, die ich gerne umsetzen möchte, aber ich mache es halt einfach nicht. Auf jeden Fall möchte ich sagen, dass in Zukunft ja bestimmt auch aufregendere Vlogs passieren werden. Ich versuche den Vlog natürlich auch super krass zu gestalten, aber heute wird jetzt nicht allzu viel passieren, aber ja. Ich hätte auf jeden Fall noch geplant, irgendwann generell vielleicht Reisevlogs zu machen. Und natürlich möchte ich Sommer vloggen und auch im Winter. Aber im Sommer und im Frühling und im Herbst ist es halt einfach deutlich geiler. Also da, wo die warmen Zeiten sind, ist es deutlich geiler zu vloggen. Und ich habe auch wirklich Bock zu vloggen. Also wirklich. Es macht mir eigentlich mega viel Spaß. Und ich muss einfach mal aufhören, jedes Mal so lang zu reden. Weil sonst muss ich das in der Post-Production mal wieder alles zusammen cutten. Wir sehen uns dann gleich wahrscheinlich in meinem Zimmer wieder. Ich habe jetzt noch ein paar Bilder bearbeitet, habe es aber nicht gefilmt. Und jetzt gehen wir spazieren. Aber später werde ich noch einmal ja, zeigen, wie ich Bilder bearbeite. Bis gleich. Nate, go yard. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm meant to be clever like a snitch. No thoughts, must stand. Two hoes, 10 toes. New guac on the bands. New whip, new chips, new kicks. Checky check, how she play? Bad bitch, throw back. I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich. No prime, I'm gonna step. About to make another hit. God, bitch, my life. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm meant to be clever like a snitch. No thoughts, must stand. Weil, weiß nicht, die wollte dann vom See gehen. Also zumindest sind wir spazieren gegangen und ja, jetzt fahren wir wahrscheinlich wieder heim. Und ja, jetzt gehe ich hier kurz eine Runde, weil es mega cringe ist, weil das war voll Leute sind. Naja, wir sehen uns dann wahrscheinlich im Auto wieder. Oder ja. Das zeige ich euch dann noch und ihr werdet jetzt noch eine Bilder bearbeiten. Es ist heute nicht so viel passiert, aber ich glaube, es war ziemlich gut für den ersten Vlog. Jetzt sind wir spazieren gegangen, oder warte, erst habe ich ihm wohl das erklärt, genau. Dann sind wir spazieren gegangen. Ich habe auch noch was gegessen, aber das habe ich leider nicht gefilmt und ja. Eine Tacos haben wir gegessen. Ja, und der nächste Vlog wird dann, sagen wir mal, in einer Woche kommen. Also, das sind immer so weekly Vlogge. Ja, passt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Need go yard. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm your man. You be capping like a